Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Nachmittag des 25. März. Wir haben Mittwoch und die Märkte knicken hier buchstäblich ein. Der DAX scheiterte am oberen Abwärts, Linchen des Abwärtstrendkanals. Das schauen wir uns morgen nochmal genau an. Also hier der Plan, über 12.000 Punkte hinaus anzusteigen, scheiterte letztlich, auch begründet hier durch die Bewegungen, die wir jetzt hier an den US-Aktienmärkten sehen. Hier in der Schwerpunktbeschau wieder der S&P 500, der sich hier mit dieser aktuellen Stundenkerze wahrlich in einen tiefen Rausch begibt und hier deutlich abgibt. Unterstützungen hier, diese grünen Zonen werden gerade buchstäblich überrannt. Und das Ganze nahm auch gestern schon seinen gefährlichen Lauf. Wir hatten hier noch eine kurzfristige Stabilisierung hier oberhalb des Supports um 2100, 2101 Punkte, speziell 2105. Da hätten wir jetzt doch schon anziehen müssen. Dazu kam es aber nicht. Im weiteren Abendhandel gab der Index schon sukzessive weiter nach und ließ hier schon vermuten, dass es jetzt hier mit einem neuen Ausbruch leider wohl nichts wird. Da gehen wir mal kurz auf den Tagesschart. Bis gestern definitiv der Bias hier im Sinne einer Konsolidierung ganz gut. Dann zum gestrigen Schluss waren wir schon unterhalb dieser Aufwärtstrendlinie, unterhalb dieses Levels von 2100, 2105 Punkten. Und dies ist im Prinzip schon eine Schwäche, die sich auch heute, jetzt just hier aktuell ganz klar fortsetzt. Und jetzt deutet vieles darauf hin, dass der Index hier diesen Unterstützungsbereich, also wir sind noch nicht fertig nach unten, entweder heute Schrägstrich morgen, sollte der Index hier nochmals das Niveau um 2065 Punkte testen. Da kommt es jetzt dann drauf an, ob sich der Index hier stabilisieren kann oder nicht. Sehr viel tiefer sollte es nicht gehen, wenn wir hier, Sie sehen Sie hier an diesem grauen Pfeil, wenn wir hier 2060 aufgeben sollten, gehen wir noch ein Stück weit tiefer, also hier unter 2060 Punkte, dann hätte der Index hier für die nächsten Tage eher ein stürmisches Fahrwasser vor sich, was dann dazu führen würde oder sollte, dass der Index dann sicherlich ja, deutlich tiefere Niveaus in Richtung 2000 Punkte sehen dürfte. Das sah unlängst noch ganz anders aus, gerade begünstigt durch die Fed. Aber aktuell deutet es hier so ein bisschen stürmischer Wind an. Das passt auch in Anführungszeichen ganz gut zur Saisonalität vom S&P 500. Wir haben nämlich hier Ende März, Anfang April eine ganz klare Schwächephase. Mit Blick auf die kommenden 100 Handelstage sehen wir, dass der Markt rein technisch erst Mitte April wieder bereit wäre, saisonal bedingt einen Auftrieb zu erfahren. Also hier jetzt aktuell aufgrund dessen, dass wir uns nicht direkt oberhalb von 2100 Punkten nach oben emporarbeiten konnten, absetzen konnten, wird es jetzt spannend, ob wir uns hier bei 2065 Punkte stabilisieren können. Das ist jetzt im Prinzip ein Must-Have. Also wenn wir uns hier nicht halten, dann muss man davon ausgehen, dass der Index tatsächlich Richtung 2000 Punkte abgibt. Das ist definitiv jetzt der Uso. Der Bias hat sich hier ein Stück weit gedreht von dieser bullischen Kerze von der Fed, von diesem Ausbruch über 2105 Punkte. So ein bisschen war die Luft zwar in den letzten Tagen dünner geworden hier oben, aber rein technisch hätte es hier weitergehen müssen. Index tat es nicht. Jetzt hier nächste Haltestation, ganz wichtig, 2065 Punkte. Halten Sie das im Auge, da sollte der Index drehen. Falls nicht, haben wir hier im Sinne des Wochencharts dann doch noch eine Änderung vorzunehmen. Dann muss man doch hier den Pfeil möglicherweise nach unten zeichnen, diesen Tendenzpfeil. Weil Tatsache ist, hier sind immer die Local Lows, Local Highs sozusagen definiert, der entsprechenden Bewegungsimpulse. Und hier hatten wir unlängst eben eine Abwärtsbewegung, die sich mit der Vorwoche, mit der Tendenz der Vorwoche, mit dieser Kerze hier, eben Fed Event, umkehrte und jetzt war der Bias grundsätzlich positiv, solange wir insbesondere hier das Tief der nicht Vorwoche, sondern Vorvorwoche von Anfang März hier bei 2039 Punkten nicht unterschreiten. Das ist das Local Low der letzten Bewegung. Ganz wichtig, der Index sollte jetzt hier nicht 2060, 2039 unterschreiten, weil dann wird es, wie gesagt, doch ein bisschen düsterer. Danach sieht es aber aktuell nicht aus, auch wenn die Saisonalität nach Süden uns treibt. Der Index hat gute Chancen, sich hier zu stabilisieren. Für den heutigen Tag nochmal kurz in die Stunde. Da ist jetzt schon viel zu Bruch gegangen. Wenn wir uns rauszoomen, wir haben jetzt hier Widerstandslevel, muss man ganz klar umformieren. Das Level ist nichtig, das hat sich nicht bestätigt. Hier Widerstandslevel definitiv. Da gab es auch ein Stück Halt gestern Nacht, beziehungsweise in der Night- und Abendsession. Das ist eine Zone, die will ich von der Relevanz nicht unterschätzen, vielmehr. Und hier haben wir 2085, ein wichtiges Level. Und jetzt hier dann ein Stück weit tiefer. Das müssen wir eigentlich schon aufgeben, das Niveau. Denn wir sehen es mit der aktuellen Kerze, es geht deutlich gen Süden. Wir sind jetzt hier am 50er Retracement Level, die goldene Mitte dieses Aufwärtsimpulses seit Anfang März, beziehungsweise hier seit Mitte März, 12.3. Und
letzte Chance, wenn wir uns jetzt hier nicht in der goldenen Mitte stabilisieren, dann das Level eben 2067 und da haben wir auch direkt die Unterstützung 2065. Kann mir nicht vorstellen, dass das heute erreicht wird. Das würde entgegen der Daily Range oder gegen die Daily Range eigentlich sprechen, wenn wir jetzt so tief zurücksetzen. Aber es gibt ja auch Ausnahmetage. Die letzten zwei Handelstage waren ja vergleichsweise relativ ruhig. Insofern, wenn wir uns jetzt hier nicht stabilisieren in Bälde, dann sehe ich hier durchaus noch 2067, 2065. Und dann wird es spannend, ob der Index eben hier dieses Niveau tatsächlich verteidigen kann. Spannende Sache, aber kurzfristig durchaus nochmal Potenzial von bis zu 10, 15 Pips gen Süden. Nasdaq 100, der schwächste Index gerade hier in der Indexbeschau. Der kommt schon ein Stück steiler daher. Schauen wir uns mal hier den Tageschart an. Das reicht im Prinzip. Wir haben hier diese positive Tendenz. Auch hier definitiv der Plan der gewesen, dass wir direkt weiter hochsetzen. Nicht fortgesetzt. Und Sie sehen, der Index touchiert hier gerade diese Aufwärtstrendlinie seit Anfang Januar. Das ist jetzt hier die Chance zum Drehen. Viel weiter oder viel größere Verluste sollte der Nasdaq 100 Index jetzt nicht machen. Geschieht dies, geben wir diese Trendlinie auf, was eigentlich auch dazu passen würde, dass der S&P noch ein Stück weit zurücksetzt. Dann sehen Sie hier schon diesen Alternativpfeil unterhalb von 2345 Punkten. Muss man davon ausgehen, 2345 wäre hier, genau. Muss man davon ausgehen, dass es Rücksetzer nochmal in Richtung 4285-4230 Punkte gibt, wenn wir uns jetzt hier nicht stabilisieren. Ich rechne dem Index eigentlich noch eine Stabilisierung zu, aber da wir jetzt hier oben so ein bisschen toppen, ist das Bild wirklich unschön geworden. Schauen Sie das mal an. Wir haben jetzt hier einen kleinen Widerstand gebaut beim Nasdaq Composite Index, der jetzt hier erstmal Fragen aufwirft, ob der Index jetzt hier direkt weiter hochziehen kann oder nicht. Also die heutige Tageskerze, die heutige oder der heutige Verkaufsdruck ist unschön. Und wenn die Indizes jetzt nicht in den nächsten Minuten-Stunden, also heute wieder drehen und von ihren Tageshochs nach oben kommen, dann sieht es so aus, dass wahrscheinlich morgen übermorgen hier auch weiter fallende Kurse dominieren könnten. Das wäre sicherlich eine sehr unschöne Entwicklung und auch eine, die nicht so präferiert wurde, aufgrund eben der jüngsten Bewegung seit der letzten Woche. Aber wir müssen uns am Chart orientieren. Wenn es hier eine Planänderung gibt, dann müssen wir die auch akzeptieren. Und die Saisonalität auch vom E-Mini Future, vom Nasdaq 100 Index Future, ja, zeigt auch hier leider Gottes bis Mitte April eine fallende Tendenz an. Also, wenn die Käufe hier nicht alsbald zurückkommen, dann könnte sich hier gestützt durch die kurzfristige abwärts gerichtete Saisonalität hier durchaus nochmal ein stärkerer Rücksetzer ereignen, der dann eben hier 4285-4230 Punkte bedeuten würde für den Nasdaq 100 Index. Kann man, liebe Zuschauer, dann schauen wir mal, was da noch draus wird. Der DAX, wie gesagt, ist gescheitert, auch an der oberen Trendkanallinie, hat auch noch ein Stück weit Luft nach unten. Konsolidierung dürfte sich auch hier weiter fortsetzen. Insofern bleiben wir wachsam und schauen uns mal an, was der Markt sich hier noch einfallen lässt, um uns zu überraschen. Letztlich, der eigentlich positive Bias muss jetzt hier mit Fragezeichen versehen werden, wenn die Indizes jetzt nicht gleich alsbald drehen. Nasdaq nochmal 10 Punkte. Spike nach unten, aber spätestens 2065 Punkte, also S&P 500 spätestens 2065 Punkte muss er drehen. Nasdaq Composite eher noch jetzt auf aktuellem Level. Es ist etwas düster geworden in Übersee. So viel bleibt schon mal festzuhalten. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Feierabend, liebe Zuschauer. Lassen Sie sich dadurch nicht grämen, sei denn, Sie haben sich schon short positioniert. Dann Glückwunsch. Dann sieht das hier doch ein bisschen nach Top-Bildung aus, was dann für die nächsten Tage durchaus auch stürmisch werden könnte. Wir werden es beobachten, wir werden es hier betreuen. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten beim jetzigen JFD Live Trading TV. Morgen geht's los wieder mit dem JFD Devisenradar und dann auch tagsüber wieder Live Trading TV. Ich wünsche Ihnen was, noch einen schönen Resttag, Ihr Christian Kämmerer. Ciao, dabei.